Erhebliche Vorteile gegenüber der physikalischen Therapie. Viele Leute vermischen die Bedeutung der physikalischen Therapie, die die gleichen Mittel benutzt wie die Kurortherapie, mit der Kurortherapie, aber die Kurortherapie bietet noch wesentlich mehr. In den weiteren Minuten werden wir verstehen, wie entsteht die Krankheit und die Gesundheit. Welche Wege gibt es zu der Behandlung? Ein Arzt sollte in der Lage sein, seinen Patienten zu helfen, auch wenn er gerade kein Medikament und keine Messer zur Hand hätte. Die bedeutende Musiktherapeutin aus USA, Frau Dr. Altschüler, hat etwas Wichtiges gesagt. Alles, was Krankheit lindert oder heilt, was zu körperlicher oder seelischer Gesundheit beiträgt, ist heilbringend. In diesem Sinne ist alles Natürliche rund um uns als potenzielle Therapie einzusehen. Ganz gleich, ob es sich hierbei zum Beispiel um Mineralien, Pflanzen, Wasser, Elektrizität, Sprache oder Musik handelt. Ich habe leider auch ganz andere Einstellungen gesehen. Lieber Kollege, wenn die Therapie so gut ist, wie du sagst, dann will ich sie nicht machen, weil sonst würde ich meine Patienten verlieren. Und diese Voraussetzung erfüllt insbesondere die Kurorttherapie. Es ist auch typisch, dass die Kurpatienten meistens multimorbide sind. Wir haben bei unserer Therapie willkommene Haupt- und Nebeneffekte der Anwendungen, die ermöglichen uns durch die geschickte Kombination der Anwendungen auch sekundäre, tertiäre, quartäre und andere Indikationen gleichzeitig zu behandeln. Schauen wir uns den Vergleich zwischen der physikalischen Therapie und der Kurortherapie an. Wir werden sehen, dass praktisch nur die klassischen physikalischen Anwendungen den beiden Therapiearten identisch sind. Und dazu können wir auch noch einige ortsgebundene Heilmittel, die man eventuell aus dem Kurort durch verschiedene technische Erfindungen herausnehmen kann, wie Moor, Sole, Kohlensäure, Radon und so weiter eventuell benutzen. Alles andere ist nur die Domäne der Kurorttherapie. Klimatische Umstellung, geografische Umstellung, Wechsel der sozialen Kontakte, Ästhetik als Heilprinzip, Ruhe als Heilprinzip, konsequente Diätumstellung, die Variabilität der Reize, Ordnungstherapie. Das Fachkönnen ist jeweils anders und eventuell auch interessant, eine Kurreaktion ist praktisch nur während der Kurortherapie bei einigen Strategien sinnvoll, aber nicht bei der physikalischen Therapie. Kurreaktion als Behandlungsprinzip tritt nur während der Kurortbehandlung auf. Sie ist wichtig bei einigen Indikationen. Dort ist sie erwünscht als die Voraussetzung des Heilerfolgs. Andererseits gibt es ihre Kontraindikationen. Bei anderen Indikationen kann sie iatrogen bis sogar tödlich sein. Dabei kommt es nämlich zu grundlegender, umfassender, mächtiger Umstellung der komplexen biochemischen, neurohumoralen und regulativen Prozessen. Und bei einem erschöpften Organismus kann es eventuell manchmal zu viel sein. Die Kurreaktion ist erwünscht dort, wo wir eine Mikrostress-Kurführung anstreben, bei der Anregungsstrategie zu allgemeiner Abhärtung, auch Nachbehandlung nach chronischen Entzündungen. Unerwünscht ist sie dort, wo eine Non-Stress-Kurführung angestrebt wird, bei endokrinologischen Störungen, insbesondere zur Hemmung des ACTH-Adrenalinsystems und auch in der Gynäkologie zur Enthemmung der Gonadotropinen und Somatotropin.
Die Kurortherapie ist im Prinzip eine individuelle Ganzheitstherapie als Hilfe zur Selbsthilfe, zur Steigerung, Aktivierung des inneren Arztes. Man muss dabei das Handwerk, balneologisches Handwerk beherrschen, die Instrumente, Anwendungen können, ihre Handhabung, Dosierungsmöglichkeiten, Gegenanzeigen, auch Abhilfe bei Problemen. Man muss auch den Auftrag kennen, die Einweisungsdiagnose, Indikation, Nebenindikation, dritte Indikation. Dann das zu bearbeitende Objekt kennen. Wir müssen die Ausgangslage des behandelten Menschen analysieren und berücksichtigen. Und dann den passenden Stil wählen. Eine der balneologischen Strategien verstehen und verordnen und auch einhalten. Dann gemeinsame Konzeption überlegen, der Kurplan mit Reihenfolge der Strategien, das ist ganz wichtig, auch chronobiologische Gesichtspunkte sind hier wichtig. Und dann die Ausführung kontrollieren und modifizieren. Wichtig ist Feedback durch Kontrolluntersuchungen und auch Kurführung durch kurzfristige Verschiebungen, die uns ermöglichen, eine flexible Anpassung. Also man soll keine starre Kurpläne, die oft angewandt werden oder einfach nur aus der Intuition irgendwelche von der Hüfte schießen, Rezepte schreiben. Die Gesundheit und die Krankheit sind dynamische Zustände. Sie sind abhängig von der Relation zwischen dem Stressfaktor und den funktionellen Reserven des Organismus. Wenn der Stressfaktor höher ist als die funktionellen Reserven, dann natürlich erkrankt der Organismus. Umgekehrt, wenn der Organismus noch Reserven hat, um den Stressfaktor zu bekämpfen, bleibt er gesund. Das ist nicht so banal, wie es klingen mag. Das werden wir gleich verstehen. Schauen Sie sich dieses Bild genau an. Die klassische Behandlung, die Schulmedizin, therapiert auf der linken Achse. Das bedeutet durch Verminderung des Stressfaktors. Wenn es zum Beispiel um einen Infekt handelt, dann geben wir ein Antibiotikum, senken wir die Intensität des Stressfaktors und kippen einfach diesen dynamischen Zustand wieder Richtung nach oben, also Richtung Gesundheit. In der Kurortherapie arbeiten wir anders. Wir arbeiten auf der rechten Achse. Uns interessiert nicht so viel diese linke Seite, den Stressfaktor, sondern wir versuchen, die Abwehrkräfte des Organismus, die funktionellen Reserven zu steigern. So erreichen wir auch einen Gesundheitszustand, aber es ist ersichtlich, dass es sich um einen Gesundheitszustand auf einem wesentlich höheren Niveau als vorher handelt. Das bedeutet, diese Therapie bedeutet gleichzeitig eine Vorbeugung vor den nächsten Erkrankungen. Bei der Krebsbehandlung ist es besonders deutlich, wenn wir eine schlechte immunologische Lage haben und aus irgendwelchen Gründen eine Krebserkrankung bekommen, dann erhöht sich der Stress des Patienten durch die Mitteilung der Diagnose. Dann folgt gleich schon die Operation, was wieder ein sehr starker körperlicher Stress ist. Dadurch senken die funktionellen Reserven immer wieder nach unten. Gleich danach folgt die Bestrahlung mit demselben Effekt und die Chemotherapie. Es ist also kein Wunder, dass, wenn man den Patienten, den Zustand des Patienten nicht berücksichtigt, durch unsere Therapie ihm eigentlich nur schadet und schließlich durch die Therapie eventuell auch zum Tode kommen kann. Nicht muss, aber kann. Wir sollten also in jeder Phase der Krebsbehandlung sofort mit gesundheitsstärkenden Maßnahmen arbeiten, wenigstens als Begleitsmaßnahmen. Sofort nach der Operation, nach der Bestrahlung, und natürlich auch nach der Chemotherapie und schließlich auch nach Beendigung aller Krebsmaßnahmen. Das alles bietet uns die moderne Kurortbehandlung. Sie verlangt allerdings nicht nur oberflächliches, sondern profundes medizinisches Wissen mit Postgradualstudium, funktionelle Sicht, die im Vordergrund ist,
weil wir mit vernetzten Reaktionen arbeiten. Wir brauchen ein synthetisches Denken, komplexes Blickfeld. Der Mensch für uns ist als Individuum, nicht als statistische Größe. Wir müssen damit rechnen, dass bei ihm zu ständigen Abweichungen von statistischem Durchschnitt kommt. Und deswegen können wir nur grundsätzliche Richtlinien aufstellen, keine starren Pläne, die eventuell funktionieren nur bei unwissenschaftlich arbeitenden Badeärzten, wie leider so oft anzufinden ist. Ein guter Badearzt braucht also eine Kreativität und wirklich wissenschaftliches Denken. In der Balneotherapie kann man immer noch über die Kunst der Behandlung sprechen. Sehr wichtig ist die Ordnungstherapie. Es handelt sich um überwachter Tages-Nacht-Ablauf, um Verhandlungsänderung einer selbstdisziplinierten ambulanten Patientin, um regelmäßiges Aufstehen und Schlafengehen, um richtige Zeitpunkte des Frühstücks, des Mittagessens und des Abendessens. Wichtig sind Ruhepausen am Frühnachmittag, einfach um sympathikone Anwendungen und Aktivitäten vormittags zu verordnen und sedativen und trophotrope Maßnahmen spätnachmittags. In der Ordnungstherapie sind nicht nur körperliche, sondern auch physiologische Faktoren von Bedeutung und alle müssen im Einklang mit dem Behandlungsziel sein. Sogar die aufregenden oder beruhigenden Eindrücke, Erlebnisse und sonstigen Sinneswahrnehmungen während kultureller oder anderen gesellschaftlichen Aktivitäten am Abend sollten nach ihrer neurovegetativen Wirkung entsprechend analysiert und dosiert werden und in Kooperation mit den Patienten eventuell entsprechend gehandhabt werden. Das sind die Voraussetzungen aller anderen therapeutischen Maßnahmen in der Kurortherapie. Es gibt nicht-hormonale Anwendungen mit typischen Hormonwirkungen. Das wird durch die Biokybernetik der Regulation des menschlichen Organismus ermöglicht. Wir kennen dieses Effekt bei den Moorbehandlungen, bei der Wärmebehandlung, einfache Hydrotherapie, bei Radonbehandlung, UV-Lichttherapie, sogar bei mechanischen Reflexbehandlungen, bei der Elektrotherapie, Kohlensäurebehandlung, bei jeder körperlichen Aktivität oder Ruhe und auch bei der Ausnutzung von der Dunkelheit. Wie entstehen die hormonalen Effekte ganz ohne Hormone? Es gibt mehrere Wirkungsmechanismen dabei, die wir nutzen können. Erstmals ist das die einfache Beseitigung von Hemmnissen durch neurovegetative Umstellung, zum Beispiel bei dem typischen ACTH-Gonadotropin-Antagonismus. Dann sind das biochemische Prozesse, qualitativ, zum Beispiel die Reduktion der Präkursoren bei UV-Behandlung. Dann können wir eine präformierte Reaktion anregen, wie zum Beispiel die Freigabe von Melatonin in der Dunkelheit. Wir können die Stoffwechselbeschleunigung quantitativ nutzen in den Hormondrüsen. Das erreichen wir durch lokale Erwärmung. Wichtig ist auch Lymphabtransport der schon fertigen Hormonen aus der Umgebung der Hormondrüsen. Einfach Aktivierung der Lymphperistaltik. Das machen wir zum Beispiel durch die geschlossene Kohlendioxid-Komfortgasbehandlung. Wir können die Reaktivität der Zielmembran auf die Hormone verbessern durch sogenannte Fazilitätstherapie, durch Verbesserung der Empfindlichkeit auf die Hormone. So können wir Hormonmangel durch nervale Einflüsse sehr wirksam kompensieren. In der Kurortherapie gibt es jede Menge Anwendungen und wenn wir uns diese Differentialkriterien ansehen, so können wir sie aufteilen nach Stress- und Non-Stress-Kurführung, nach emotiver Akzeptanz, nach der Motivation, ob die angenehm, unangenehm sind, nach Prestigebedeutung, was durchaus eine Rolle spielt, nach ihren Wirkungsmechanismen, was selbstverständlich ist, nach Indikationsbedeutung natürlich und eventuell nach der gleichen Art der Wirkung durch verschiedene Mechanismen, nach Ganzheitsaspekten, nach dem Typ des Effektes, nach neurovegetativer Reaktionsrichtung, nach Gegenanzeigen
und auch nach der biorhythmischen Bedeutung. Es gibt noch eine andere Differenzierungsmöglichkeit. Wir können schauen, ob die Anwendungen eventuell aktuelle Effekte ausüben oder ob es sich hier um aktuelle Effekte der Gegenregulation auf diese Anwendungen handelt. Sehr oft gibt es auch nachträgliche sogenannte Rebound-Effekte nach den Anwendungen, die eventuell pendeln in die andere Richtung um. Dann gibt es aktuelle Kombinationswirkung, dynamische Wechselwirkungen und schließlich kumulierte Wirkung durch Synergismen. Wenn wir uns zum Beispiel den Typ des Effektes anschauen, dann sehen wir, aktuelle Effekte der Anwendungen werden durch unmittelbare chemischen, physikalischen und neurophysiologischen Effekten erreicht. Zum Beispiel eine Kühlung bei der akuten Entzündung, Wärmebehandlung einer Fibrose oder chronische Entzündung und so weiter. Dann haben wir die aktuellen Effekte der Gegenregulation und hier nicht der Reiz selbst, sondern die Antwort darauf wird zum Träger des Heileffektes. Da sind zum Beispiel die Kohlensäurebehandlungen, die Ruhe und so weiter. Bei den Rebound-Effekten nach Anwendungen entsteht die erwünschte Adaptation bei der Anregungsstrategie erst in der Erholungsphase. Klassisches Beispiel ist zum Beispiel Blitzguss oder die Bewegungstherapie. Bei aktuellen Kombinationswirkungen kommt es nicht nur zum einfachen arithmetischen Addieren, sondern zur Potenzierung und somit zu einer ganz neuen therapeutischen Qualität. Ein Beispiel: eine lokale Vasodilatation mit lokaler Erwärmung hat stimulierende Effekte, aber lokale Vasodilatation mit lokaler Abkühlung hat eine beruhigende, verlangsamende, stoffwechselverlangsamende und somit erholende Effekte. Wir können auch über dynamische Wechselwirkungen sprechen. Einmal Druck unter Druck, das verbessert die Transportvorgänge an der Zellmembran, zum Beispiel bei der Unterwassermassage. Und dann auch Wechsel zwischen der Sympathikotonie und Parasympathikotonie. Das pendelt eine neurovegetative Normotonie zentralisiert und wir können das bei der sogenannten auch Nachahmungsstrategie nutzen. Auch hier gibt es kumulierte Auswirkungen. Die aktuellen und nachhaltigen direkten, indirekten Wechselwirkungen in überlegte zeitliche Reihenfolge in Bezug auf die individuelle Ausgangslage des Organismus und ideale Biorhythmen. Das normalisiert und dynamisiert zyklische Funktionen, insbesondere bei Frauen. Uns stehen zur Verfügung Anwendungen mit überwiegend lokaler Bedeutung, wie zum Beispiel vaginale Moorbehandlung oder Elektrotherapie, oder mit lokaler Reflexauswirkung, wie zum Beispiel subkutane Kohlendioxid-Gasinsufflation oder Reflexmassagen, oder schließlich ganzheitliche zentralregulative Beeinflussung durch temperierte Vollbäder oder die ganzkörperliche Kohlensäurebehandlung. Es ist auch wichtig zu wissen für die moderne Kurortherapie, ob die Anwendungen indifferent sind in Bezug auf Biorhythmus oder ob sie eine taktgeberische Qualität haben. Und dann, jede taktgeberische Anwendung müssen wir in Bezug zu der optimalen neurovegetativen Phase, zum Beispiel zu Tageszeit und auch Zyklustag, anwenden. Und dann, je nach der Indikation, wirken die entweder positiv oder negativ. Entweder können sie die Funktion potenzieren oder wenn die Funktion übersteigert ist, können wir dadurch die Funktion auch hemmen. Das war für diesmal. Ich freue mich, Ihnen wieder weiter aus meiner balneologischen Küche weitere Informationen zu erzählen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.